Und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Talked Assassin's Creed 3. So, da sind wir zurück. Und ja, naja, holen den letzten Mann jetzt. Mal schauen, was jetzt auf uns wartet. Ja, okay, also, los geht's. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Okay. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Braddon. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Okay. Neuer Rekrut. Ja, so einfach geht das. Okay, cool. Ja, sind ganz schön viele Rotröcke hier. Mit ordentlichen Kanonenpower. Diese Taten sind verräterisch. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham! General Braddon? Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern oft im Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Oh, oh, oh. Na, ich glaube, da muss sich jemanden in den Ruhestand versetzen. Ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, okay. Wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Puh, okay. Unbemerkt bleiben. Der französische Kommandant de Jumeauville ist bei einem Gefecht mit königlichen Truppen im... Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlborough. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familien zu ernähren. Okay. Also das Angehörige sein ist schon mal ganz okay. Jetzt hat er sich dazwischen gequetscht, so ein Mist natürlich. Nein, fallen lassen. Entschuldigung. Okay. Oi! Diebe und Halunken seid ihr allesamt! Ich spucke auf euch und euren Krieg! Ja. Yeah. Ihm nach! Hätte es nicht reichen können, dass ihn einfach nur anschubst? Ach so. Ähm.
So, hinterher. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Okay. Ah, ich sehe gar nichts. So. Das ist der andere. Ich ziehe meine Hand, weil ihr einst mein Bruder wart. Und ein besserer Mann dazu. Doch kreuzen sich unsere Wege wieder. Ist alle Gnade vergessen. Ihr seid frei, John. Verräter! Geht ruhig! Schließt euch diesem Narrenplan an! Und liegt ihr irgendwann gebrochen. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. Okay. Keine Ahnung, was der gequatscht hat, aber ist auch egal. Okay. Der letzte, der jetzt da ist. Und? Naja, egal. Mit der Synchronität. Läuft schon. So, ja, dann haben wir schon mal alle fünf da. Jetzt heißt es nur den Rest hier fertig machen. So, das heißt, da ist er. Nur eine Frage an euch. Warum Medizin? Ich sollte wohl sagen, für das Wohl meiner Mitmenschen, oder? Dass ich diesen Weg wählte. Weil ich höhere und edlere Ziele hatte. Ist es denn etwa nicht so? Ach so. Vielleicht. Doch das hat mich nicht geleitet. Nein. Es war ein weniger abstrakter Grund. Okay, und was war er? Geld. Ah ja. Es gibt andere Wege zum Reichtum. Ja. Doch welche Ware ist teurer als das Leben? Nichts anderes ist so wertvoll. Nichts so heiß begehrt. Und kein Preis ist einem Menschen zu hoch, wenn ein abruptes Ende bevorsteht. Grausame Worte, Benjamin. Doch, sie sind wahr. Okay. Ihr habt doch einen Eid geleistet, oder nicht? Ich befolge den Eid, doch diktiert er nicht den Preis. Ich verlange nur Kompensation, faire Kompensation für meine Dienste. Und wenn Sie nicht die Mittel haben? Dann gibt es andere, die Ihnen helfen können. Gibt der Bäcker einem Bettler sein Brot umsonst? Fertigt der Schneider Kleider für Frauen an, die sie nicht bezahlen können? Nein. Warum sollte ich? Ihr sagtet es selbst. Nichts ist so wertvoll wie das Leben. Genau. Umso mehr ein Grund dafür zu sorgen, dass man es sich leisten kann. Okay. Kranker Bastard. So, jetzt reden wir nochmal mit unseren Letztbefreiten hier. Wenn ich darf. Ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Okay. War tapfer und kühn wie kein Zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen auf Somm. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, sie mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und... Und Edward brachte sie alle um. Oh. Oder die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat?
Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Er tötete und tötete. Freund oder Feind, Zivilist oder Soldat, schuldig oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Oh. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Es wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Okay. Also ist nicht okay, ja? Hätten doch töten sollen, ganz einfach. Na gut, dann auf zur nächsten Mission. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr Odysseus hat sie. Und sie wer? Ein neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lasst mich erklären. Wir dringen Silas vor ein, getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant. Gefällt mir. Dann lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Okay, wir klauen erstmal einen Konvoi. Der Konvoi sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Gentlemen, Fachleute, Dilettanten und neugierige Laien. Okay. Was, ein Fluggerät? Die feinsten, zartesten... Okay. Und jetzt? Also, E. Nein! Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. So. Okay. Na los, ran da. Nachladen. Zu langsam, Schurke. Glaubst du kannst uns entwischen? Nö. Aber du stirbst. So. Okay, cool. Hab aber kaum was gemacht. Charles, ihr und William, ihr seid die Vorhut. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Lou,
Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Okay. Das Wort Assassin ist noch immer. Weißt du etwas über Silas Vorhaben? Wie viele Männer warten uns dort? Welche Verteidigungen haben sie? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Ich will nicht mit uns reden. Wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lass Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Okay. Zwei tote Rotröcke. Okay. Da drüben sind die nächsten. Okay. Halt! Identifiziert euch! Wo ist Lieutenant Jones? Was hat das zu bedeuten? Einer? Ja, und jetzt? T drücken um Angriff. Greif den Feind an! Okay. Zack, tot. Okay. Ja, na gut, ja. Da ist er. Da liegt er unter uns. Gottverdammte Hunde. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmann. Oh. Ja, leck mich fett. Okay. Auf eure Posten! Ich will sie mir mal ansehen, bevor. Sagt nur Bescheid, ich strecke sie nieder. Einen Moment mal. Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Naja. Greift den Feind an! Wie einfach das ist! Zack, alle ausgeschaltet. Okay, krass. Alles frei. Ach, die Leichen sind ja alle unsichtbar weggeploppt. Ach, wie unfair. Na gut, aber die Assassinen machen das schon sehr gut. Haben die sich echt so lange gehalten, die Assassinen? Ist ja krass. Ja. Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Ja, ab, rein, los. Keine Papiere will er haben, nix. Ist okay. Oh, der eine ist fast draußen. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Okay. Das Signal, wenn ihr bereit seid. Die Sicht ist mir echt noch zu nah. Oh, okay. Ja. Keine Ahnung. Gefangene befreien. Ach so. Gentlemen, wie verläuft die Wache? Wer bist du? Thomas Smith, neuer Rekrut. Er ist letzte Woche aus London eingetroffen. Und sollst mit uns auf Patrouille gehen? Auf Silas Geheiß. Ich nehme an, das ist nicht allzu kompliziert. Auf Störungen achten, sicher gehen, dass Ordnung herrscht. Von der Wache. Wenn du es nicht weißt, umso besser. Mach einfach, was man dir sagt und steh uns nicht im Weg. Komm rein, genau.
Hier ist es doch bestimmt meist ruhig. Ei, gelegentlich ergreifen wir einen Schmuggler, der verbotenes Zeug in die Stadt bringt. Seine Bußgeld und eine Warnung reichen meist aus. Okay. Befreien wir sie erstmal. Ah, wir laufen erstmal hier entlang. Ich weiß nicht, ob das richtig ist erstmal. Also ich habe das Game damals ziemlich spät erst gespielt. Und auch na, lass mich durch, lass mich durch. Und dann auch einiges, keine Ahnung, wie lange gesuchtet. Ja. Also, ich habe das Spiel schon mal durchgezockt. Ja. Aber ich habe damals nicht alles mir freigeschaltet oder rausgesucht, sondern ich habe wirklich nur ganz streng die Story durchgedrückt, sagen wir mal wirklich so. Ja. Ich habe nichts abgesucht oder mir was angeguckt, einiges damals. Ich wollte eigentlich so die geile Story durchgehen. Und die war damals echt lange. Und naja, in diesem habe ich das so vor, wirklich auch Sachen, die halt zu suchen, zu finden, solche Sachen eben halt auch, ja, mitnehme. Ja, also jetzt nicht liegen lasse, sondern ich werde diese komischen Seiten von diesem Benjamin Franklin suchen und versuchen auch alle zu bekommen. Oh komm, ernsthaft? Ja, gut. Den haben wir auch. Die Leiche verschwindet dadurch. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, nicht nur die Sachen finden, sondern auch eben halt den Rest irgendwie, ja. Also so viel wie möglich suchen und sammeln und machen. Eine einzige Stunde Ruhe, mehr wollte ich nicht. Stattdessen werde ich nach 10 Minuten von diesem lärmenden Irrsinn geweckt. Ich verlange eine Erklärung, und zwar am besten eine gute. Was denn? Was? Wie ist das passiert? Meine teure Ware freigesetzt? Das akzeptiere ich nicht. Den Schuldigen wird es sicher an den Kragen gehen. Doch erst schaffen wir hier noch Ordnung! Schließt das vor! Tötet jeden, der flüchten will! Ist mir egal, ob er zu uns gehört oder zu dem. Wer sich dem Tor nur nähert, ist tot! War das deutlich? Ja. Sehr deutlich. Keine Worte von den... Okay. Er geht jetzt ins Haus. Okay, gut. Zurück! Oh, nach, Mist! Ah. Schön. Für den Augen! Keine Gnade! Ach, jetzt stirb! Ich erledige das, Sir! Da! Ja. Zu langsam! Zurück, ihr Schufte! Uns bekommt ihr nicht! Für den Augen! Für den Augen! So wie du dich anstellst, Ella, stirb! Ist es kein Wunder, dass du nur zum Bassi kommst? Wo wurdest du ausgebildet? Wurdest du überhaupt ausgebildet? Ich helf doch hier mit. Stirb!
Oh. Okay. Oh. Mensch, wie viele sind das denn hier noch? Ja. Oh, wie viele denn noch? Ich glaube, die kommen immer wieder, ha? Huh? Ah, ich glaube, ich muss doch zum Punkt hinlaufen. Oh, bin hier drüben. Na gut, dann laufen wir doch mal durch. Hm. Gut, dass ihr bei uns seid. Ich könnte Hilfe brauchen. Den Schuft erledige ich. Was? 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 Der Orden steht vereint. Oh, das war's schon. Gut. Wer bist du? Ich bin Haytham Kenway. Du kennst mich nicht. Aber ich glaube, ihr beiden kennt euch recht gut. Ich versprach's dir, Silas, und ich werde es einhalten. Er hat's ihm versprochen, dass er ihn töten wird. Okay. Sie lächelt. Naja, jetzt sind sie wieder frei. Und was nun? Wir warten. Doch sicher nicht lange, vermute ich. Okay. Oh, was denn? Was jetzt? Achso. Na ja, ich hab nichts davon geschafft. Naja, kann ja mal passieren. Ich hab alle drei Sachen mit Emma verloren. Warum das, weiß ich nicht. Aber zweite Sequenz erst jetzt beendet. Das ist so okay, gut. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Mehrere Wochen sind vergangen, seit wir die Gefangenen Mohawk befreit haben. Ich hatte gehofft, ihr Anführer meldet sich. Doch leider blieb es still. Oh. Meine Männer sind unruhig, wollen wissen, wie es weitergeht. Aber ich habe keine Antwort. Lee allein bleibt unermüdlich, verfolgt selbst die kleinsten Spuren. Er streift durch die Stadt und die angrenzenden Wälder. Er hofft, dass er auf einen der Geretteten trifft. Es war eine Frau bei ihnen in jener Nacht. Sie hat die anderen in Sicherheit gebracht. Wenn wir sie fänden, bekäme ich meine Antworten. Ich kann nur abwarten und hoffen, dass meine wahre Mission bald beginnen wird. Ja, da sind wir. Es ist jetzt Winter schon. Die Zeit vergeht und vergeht. Gut, bevor wir jetzt hier uns einmarschieren in die Hütte, sehe ich da drüben schon Papier rumfliegen. Das werde ich mir gleich einsammeln, aber wie gesagt, das werden wir... Obwohl, warte mal, das werden wir mal zusammen machen. Ich hab's. Das war's mit, das werden wir zusammen machen. Hinterlasse ich Fußspuren? Schade. Keine Fußspuren.
Also kann ich nicht sagen. Fußspuren? Ach ja, Metal Gear Solid 1. Ist schon was Schönes. Okay, na gut, dann werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ich werde dann wahrscheinlich, warte mal, sehen wir mal auf die Karte. Die ist ein bisschen groß. Ja. Oh. Hm, nochmal. Karte. Ich werde dann wahrscheinlich erstmal hier ein paar Türmchen erklimmen. Ja. Ein paar Sammelobjekte zusammenkratzen und so weiter. Ja. Und, naja, dann werden wir uns erstmal dann beim nächsten Mal wiedersehen, wenn ich sozusagen ein paar Dinger erstmal aufgedeckt habe, okay? Also, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend. Alles Gute und erstmal, ja, bis dahin, erstmal ciao, ciao euch.